Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute kannst du etwas gewinnen. Und zwar ein Ticket zu One Love Jam am 9.2.2019 in Düsseldorf. Dort kommen Hip-Hopper wie Davy, Kevin Neumann, Freispruch, Benjamin Forgiven, Phil the Elephant, Word, die übrigens bei uns im Interview zu Gast sind, und viele weitere. Teilnehmen kannst du, indem du ein Bild von uns auf Instagram oder Facebook teilst und darunter schreibst, ich höre, und dann die Macht der Worte verlinkst und Asphaltdiamant. Weiteres steht in den Shownotes. Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Also wir haben ja jetzt letzte Woche so ein bisschen beleuchtet und versucht eben auch diese eine Sicht zu betrachten. Ich glaube auch ein ganz wichtiger Aspekt in diesem Atheismus spielt auch, also es gibt ja viele Formen jetzt eben der Weltsichten, unter anderem eben auch eine humanistische Weltsicht. Und da ist jetzt egal eigentlich, ob man jetzt sagt, es gibt eine Gottheit oder es gibt keine Gottheit, aber es gibt ganz viele Menschen, die sich als Humanisten bezeichnen würden. Eine Philosophie, glaube ich, die sehr viel Anklang findet, denn sie geht vom Kerngedanken aus, dass der Mensch im Innersten gut sei. Und das ist ja zunächst mal ein attraktiver Gedanke für viele, die sagen, okay, wir müssen es halt nur besser gestalten und dann kriegen wir es in den Griff. Wenn man jetzt beispielsweise eher so linksliberale Politik beispielsweise betrachtet, die Strukturen müssen angepasst werden, die Gesellschaft muss angepasst werden, damit der Mensch zur richtigen Entfaltung kommt. Viele Erziehungsansätze spielen da jetzt beispielsweise auch eine Rolle. In der Pädagogik findest du so viele Gedanken, die in der Richtung gehen. Wenn du jetzt eher vielleicht ein bisschen rechtskonservativer orientiert wärst, dann kommt so das Motiv des starken Staates, der jetzt eben eine ordnungsgebende Macht sein müsse, aber letztlich auch dazu beiträgt, dass der Mensch sich entfaltet. Kann. Also beides Mal sind es sehr humanistische Ideen, Ideale auch wiederum, die aber, glaube ich, im Kern immer davon ausgehen, der Mensch ist eigentlich gut. Mhm. Und an der Stelle fällt mir ein, was eben ich auch selber mal gelesen habe, gerade was diesen Optimismus, ich nenne es jetzt mal diesen Optimismus betrifft, vor dem Zweiten Weltkrieg hat eben dieser H.G. Wells, ein englischer Schriftsteller, Historiker und Soziologe, sowas vom Stapel gelassen, also selber geschrieben. Da gibt es so eine kurze Geschichte von ihm, A Short Story of the World, also eine kurze Geschichte der Welt. Das war ein englischer Schriftsteller, der dann sowas formuliert hat. Kann es einen Zweifel geben, dass unsere Rasse unsere kühnsten Träume verwirklichen und Einheit und Frieden erreichen wird? Dass unsere Kinder in einer Welt leben werden, die prächtiger und schöner sein wird als jeder Palast oder Park? Und das führt er in schillerndsten Farben aus, 1937. Mhm. Und kurz vor Ende seines Lebens, kurz bevor er gestorben ist, 1946, hat er was ganz anderes geschrieben. Lässt sich, glaube ich, am ehesten übersetzen, der Geist am Ende seiner Kraft, eine kurze Schrift, die kaltblütigen Massaker an Wehrlosen, die Rückkehr vorsätzlicher, organisierter Folter, seelischer Qual und lähmende Angst in eine Welt, aus der solche Dinge verbannt zu sein schienen, hat mich fast innerlich zerbrochen. Der Homo sapiens, wie er sich zu nennen beliebt hat, ist am Ende. Das schrieb er jetzt angesichts der Grausamkeiten nicht nur jetzt des Zweiten Weltkrieges, sondern auch sicherlich des Holocaust, der jetzt für uns ja im deutschen Gedächtnis doch sehr verankert ist. Ich sehe darin einfach wirklich diesen Schrei auch eines Menschen, der daran verzweifelt, dass es eben doch nicht stimmt, dass der Mensch im Innersten einfach nur gut ist. Mhm. Und da eben diese biblische Sicht, diese christliche Sicht, das, was uns eigentlich die Bibel lehrt, da gibt es für mich diese, und die ist für mich halt viel konsistenter und schlüssiger. Diese Sicht zum einen, ganz klar, Gott als Schöpfer hat den Menschen geschaffen und siehe, es war sehr gut. Das steht so ganz am Anfang der Bibel drin. Es ist eines der Sachen, die viele jetzt auch kennen, 1. Mose 1, und siehe, es war sehr gut. Das war das Urteil des Gottes, was er über den Menschen gesprochen hat. Das steht. Und gleichzeitig kommt dann nur zwei Kapitel später
dieses, das, was wir als den Sündenfall bezeichnen, diese Abwendung von Gott, die Entscheidung gegen ihn und für einen eigenen, für einen unabhängigen Weg. Und das nennt die Bibel, das ist das, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Nicht irgendwie ein Katalog von moralischen Verfehlungen, sondern diese Abwendung, diese Trennung, diese Entscheidung gegen Gott. Es geht also eben hier um eine Zustandsbeschreibung. Wir sind getrennt von Gott. Und dies wiederum hat dazu geführt, dass wir letztlich eigentlich von Gott als, und das ist dieses, die Idee, als lebensspendender Quelle getrennt sind. Mhm. Ja. Und das ist genau auch der Punkt, wo es dann heißt, wo die Schlange sagt, nein, du wirst auf keinen Fall sterben, du wirst leben, aber Gott gesagt hatte, wenn du von diesem Baum der Erkenntnis isst, dann wirst du sterben. Es ging jetzt nicht um den sofort körperlichen Verfall des Menschen. Die Bibel kennt ja da auch mehrere Formen des Lebens. Im Griechischen gibt es ja zumindest drei Begriffe. Einen kennen wir vielleicht sogar aus der Technik, Bios. Ja, mhm. Das ist das, was immer so gebraucht wird, damit der Rechner hochfährt. Heißt eigentlich Leben, das meint das körperliche Leben. Das zweite kennen wir auch, die Psyche, wo wir eben auch das Wort Psychologie her haben, wo wir eigentlich versuchen eben tatsächlich diesen seelischen Zustand des Menschen eben auch zu erfassen. Das nennt die das griechische Psyche. Und das dritte ist, und darum geht es jetzt hier eben, dieses Zoe oder Zoe, Z-O-E geschrieben, Leben, dieses göttliche Leben. Und das hat der Mensch in der Entscheidung, dass er gesagt hat, nein, ich will mit dir nichts zu tun haben, hat gesagt, ich will dieses Leben nicht. Mhm. Er hat sich abgewandt und dadurch aber diese Trennung eigentlich manifestiert. Und letztlich kommt dadurch eigentlich so vieles hinein, dass alles irgendwie dem Verfall preisgegeben ist. Dass dadurch einfach auch eine zerstörerische Kraft letztlich dann eigentlich sich Bahn brechen konnte und nicht mehr diese nur lebenserhaltende Kraft da ist. Diese Gleichzeitigkeit von Gutem und Bösen, das wird oft so als Dualismus bezeichnet, ist es aber nicht. Mhm. Dualismus geht davon aus, ich brauche beides, so dieses fernöstliche Yin und Yang. Und nur weil es ineinander verwoben ist und das Böse zerstört dann wieder das Gute, aber dadurch kann auch wieder was Neues entstehen. Das ist eine Philosophie, die sehr stark eigentlich so durch, glaube ich auch, soweit ich es verstehe, durch den Buddhismus geprägt ist. Aber die Bibel lädt hier auch was anderes. Die Bibel sagt ganz klar, ich brauche letztlich eigentlich eine Überwindung dieses Bösen. Wir brauchen eine Befreiung von dieser zerstörerischen Kraft, von diesem Zustand des Getrenntseins von Gott. Sie ist völlig klar auch in der Beschreibung, das finde ich eben auch konsistent eben dann mit dem, was wir auch heute noch beobachten, was wir jetzt gerade anklingen ließen oder das letzte Mal auch schon mit dem, wenn wir die Nachrichten uns anschauen. Ja. Der Prediger, ich weiß nicht, das ist so ein Buch im Alten Testament, was ja extrem unbeliebt ist, so nach dem Motto, wenn du eh schon schlechte Stimmung hast, dann lies auf jeden Fall Prediger, danach geht es dir richtig schlecht. Ja. Aber er ist eigentlich sehr weise. Zum einen so dieses, das, was so viele kennen, alles ist eitel. Oder auch das Haschen nach Wind sind so zwei Motive, die da drin vorkommen. Prediger, das Buch Prediger ist eine interessante Analyse und eine Darstellung der unterschiedlichen Versuche von Menschen, eigentlich mit dem Leben zurechtzukommen. Mhm. Sei es jetzt das, was wir auch als Lustprinzip bezeichnen oder dass du alles richtig machst oder sowas. Und dann heißt es immer wieder, alles ist eitel, es ist nur ein Haschen nach Wind. Es hat keinen Bestand. Ja. Der hat also für sich einfach festgestellt, es hat keinen Bestand. Und das finde ich eine sehr weise Sicht. Und im Neuen Testament, Paulus schreibt davon ganz nüchtern, wir sind tot in der Sünde, in dieser Trennung. Und es ist, wenn man jetzt das wirklich mal ganz, ganz krass einfach auf diesen Punkt bringt, jemand, der auf dem Sterbebett liegt, kann sich selber nicht mehr helfen. Stimmt, ja. Er braucht ein Eingreifen von außen. Und das ist genau das, diese Weltsicht, die ich eben auch deswegen nicht zuletzt einfach auch logisch und konsistenter finde, als zum Beispiel, was wir letztes Mal sagten, diese rein materialistische Weltsicht. Mhm. Oder eben auch diese humanistische Weltsicht. In diesem Zusammenhang wird deutlich, wir haben einfach mit diesen beiden Gegensätzen einfach zu leben. Und das, was Paulus dann aber letztlich schreibt, und das ist dann eben eigentlich die Chance, die eigentlich auch da drin steckt, zu sagen, ja, ich kann einfach zugeben und mich dazustellen, dass ich Sachen falsch gemacht habe, dass Sachen schlecht laufen. Und trotzdem gibt es, und das ist eigentlich dann eben genau der springende Punkt für mich auch des Evangeliums, es gibt eben Hoffnung. Es gibt Hoffnung, weil es eben ein Eingreifen von außen gibt.
Und es unterscheidet auch die anderen Religionen. Genau, das ist eigentlich dass nicht mehr wir aus uns heraus in der Religion versuchen, irgendwie ein, nennen wir es jetzt mal, ein gottwohlgefälliges oder ein gutes Leben oder moralisch wertvolles Leben zu führen, sondern die Anerkenntnis letztlich auch von Paulus, der sagt, ich will das Gute machen und ich krieg's nicht hin. Römer 7 ist voll, das ganze Kapitel Römer 7 ist voll davon. Das Gute vollbringen will ich wohl und dann mache ich doch das Schlechte. Wie oft machen wir eigentlich ganz praktisch auf die Erfahrung, dass du es gut meinst und dann kommt so richtig, richtig auch im Alltag einfach Mist raus. Ja. Eine praktische Erfahrung. Und da greift eben das, und das greift Paulus eben auf und sagt, hier brauchen wir eben wirklich dieses Eingreifen. Und deswegen das Kapitel endet, dieses Römer 7 Kapitel endet eigentlich dann damit, dass er sagt, wer mag mich erlösen? Ich armer, elender Mensch, das ist so ein richtig verzweifelter Ausruf von Paulus. Man hört so richtig die Verzweiflung rufen. Und dann heißt es, Dank sei Christus, Dank sei Gott unserem, durch Christus unserem Herrn. Dieser Blick, und dann entfaltet er eigentlich, was Jesus eigentlich tatsächlich für uns getan hat. Genau, und da gehen wir nächste Woche näher drauf ein. Und bis dahin, schöne Woche euch. Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre 5 Minuten. Michi, 2019 ist ja noch jung. Welche Jahresvorsätze hast denn du dir eigentlich vorgenommen für dein 2019? Das ist eine gute Frage. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich nehme mir gar keine Vorsätze mehr, weil ich, glaube ich, noch nie irgendwelche eingehalten hätte. Hätte ich welche eingehalten, ja, würde ich jetzt durchtrainierter, muskulöser, schlanker, gut aussehender Mann vor dir sitzen. Und jetzt hat sich ein bisschen so auf das Gutaussehen ein bisschen reduziert, muss ich sagen. Vielleicht hat es auch dein Sohn abbekommen, das Restliche. Was war denn das Verrückteste, was du mal gemacht hast? Was ich mir vorgenommen habe? Ja. Boah, das Verrückteste. Das kann ich dir nicht sagen. Ich wollte immer mehr Bibel lesen. Ich wollte immer mehr beten. Ich wollte immer näher an Gott sein. Ich wollte immer nicht, aber seit meinem 25. Lebensjahr oder so immer abnehmen. Also schon 2 Jahre lang jetzt, ne? Naja, gut. Und ja, das habe ich nie so richtig geschafft. Und dann habe ich irgendwann dazu übergegangen zu sagen, ja, ich nehme mir jetzt nichts vor, weil ich bin einfach nicht der immer so konsequent dann alles macht, was er will. Ich lasse mich ein bisschen so überraschen vom Jahr und vom Leben, was so kommt. Ja, aber ja, verstehe ich jetzt nicht. Also kannst du jetzt nicht ins nächste Jahr gehen und sagen, wurscht? Doch, kann ich schon. Ich meine, das ist ja so, irgendwie wird man ja ein bisschen gelebt vom Leben. Sind da so Rahmenbedingungen, wie du gehst jeden Sonntag in die Gemeinde, triffst da nette Menschen, die versuchen dich zu umarmen oder auch nicht. Das ist das nächste Thema. Also falsch. Ja, aber also große Sachen nehme ich mir nicht vor. Es ist oft so, dass ich unterm Jahr von irgendwie einer Predigt angesprochen werde oder dass mir Gott eine Bibelstelle über den Weg laufen lässt, sage ich mal, wo ich dann sage, bam, da spricht mich Gott an. Und da versuche ich drauf zu reagieren. Aber fürs ganze Jahr mir was vorzunehmen, habe ich aufgehört. Und du, Steve? Ja, 2019 natürlich dieser Podcast hier zu machen und es auch durchzuhalten, weil ich ein bisschen Schiss davor habe. Weil es schon so ein bisschen verrückt ist. Also ich bin ja eine sehr kreative Persönlichkeit und habe schon 1000 Sachen gemacht. Also eine Idee war schon mal eine Schülerzeitung zu machen. Da habe ich ganze 5 Exemplare rausgebracht. Naja, oder Konkurrenz zu McDonald's. Das habe ich damals, ich glaube. Bist du der Herr Burger King? Genau. Nee, aber ich habe es Heuers genannt, weil meine Oma hieß Heuers. Und dann habe ich mir von meinem ersten Ersparten damals, habe ich mir Burgerfleisch und alles gekauft, was man zum Burger braucht. Habe sogar eine Bestellliste gemacht. Ah, okay. Habe es meinen Klassenkameraden gegeben. Und außer einer, der von mir gezwungen worden ist, zu kaufen, hat keiner sich gemeldet. Ja, und jetzt halt der Podcast. Und da freue ich mich schon drauf. Ja.
Ja, da bin ich doch dabei, Steve. Ja, hey. Es ist doch klasse, wenn ich das mit dir vielleicht miterleben können wir mal, kann. Vielleicht können wir sogar mal was aufnehmen zusammen. Das wäre doch mal nicht schlecht, Michi. Ja. Ich denke, du bist auch recht eloquent. Ach, eloquent. Und mit lustig. Der hochdeutschen Sprache, das ist etwas schwierig. Ja, das müsste man halt trainieren. Das müsste man halt trainieren. Das tun, denen machen sollten. Ja, vielleicht sollten wir es ja den fränkischen Podcast nennen. Ja. Oder unser Sequenz, die fränkischen 5 Minuten. Können wir auch machen. Oh, das wäre. Ich muss ehrlich sagen, ich kann Hochdeutsch ist ganz schwierig. Und wenn ich da noch etwas spontan sagen soll, also ohne abzulesen, es grenzt wirklich am Unmenschlichen von mir. Vielleicht wäre das ja eine Idee, dir 2019 vorzunehmen, wegen Hochdeutscher zu reden. Ich habe das einmal probiert, ich wollte mal trainieren, weil ich habe ja mal den Herrn Beckstein interviewt, ja, den ehemaligen Ministerpräsidenten bayerischen. Ja. Und da dachte ich mir, ich müsste Hochdeutsch üben vorher, damit es nicht ganz so peinlich kommt und habe das trainiert in der Schule. Ja. Und dann haben, also nach wenigen Minuten, haben meine Schüler gesagt, hören Sie sofort wieder auf, es ist unerträglich, Sie versuchen da irgendwie Hochdeutsch zu sprechen. Weil ich dann auch, ich denke ja immer, das ist mit Fremdwörtern dann nur. Alles so. Das klingt dann, finde ich, schon auch ein bisschen so eloquent eben. Eloquent, das habe ich mir jetzt aber aus der Nase raus. Das mir auch kein anderes Fremdwort mehr ein dazu. Ja, dann müssen wir hier aufhören. Können wir aufhören. Dann Schlusssequenz, Michi. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich nehme mir nichts vor für 2019. Ich lasse mich überraschen von Gott, meiner Familie, Podcast und bin einfach gespannt, was so auf mich zukommt. Die Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht. Love After Marriage, LAM, heißt der Eheworkshop, der am 14.02. bis zum 17.02.2019 in Schwabach bei Nürnberg stattfindet. Könnt ihr uns zu diesem Eheworkshop ein bisschen was erzählen, was da so passiert? Ja, das können wir natürlich. Also erst einmal ist es der beste Workshop überhaupt. Weil wir den selber persönlich erlebt haben und durchgemacht haben, dazu mal in Iserlohn. Und von daher können wir über irgendwas reden, was wir selber schon erfahren haben. Ich könnte jetzt das ganze Inhaltsverzeichnis vorlesen, bringt aber nicht viel. Was diesen Kurs so einzigartig macht, finde ich, ist, er schafft einen Zugang zum Partner auf geistlicher, emotionaler und körperlicher Ebene. Weil es ist ja nicht zu glauben, dass selbst im christlichen Bereich oftmals, öfter als man denkt und als man vor allem nach außen hin sieht, sehr viel auf der Strecke bleibt von den Bedürfnissen, die jeder hat. Jeder Mann, jede Frau hat ja so seine Liebestanks, wie es so manchmal in Büchern beschrieben wird. Und die gehen natürlich über die Jahre, bei uns waren es schon Jahrzehnte, entweder leer oder sind ganz vertrocknet. Und durch diesen Kurs, den wir nächstes Frühjahr in der Agape-Gemeinde machen, werden genau diese Defizite angesprochen. Und am besten auch findet man dann wieder den Zugang zum Partner, dass diese Sachen, sagen wir, stattfinden können. Also es geht um Kommunikation, es geht um emotionalen Zugang und dann zum Schluss auch sehr ausgiebig um den körperlichen Zugang, also um das ganze Thema Intimität und Sexualität. Okay, und würdest du diesen Workshop empfehlen für jemanden, der jetzt mit Christsein nichts am Hut hat? Eigentlich schon, aber wenn ich ehrlich bin, er ist in erster Linie für Christen gedacht und auch entworfen, weil es sehr viel um Gott und auch um den Heiligen Geist geht, der uns in den verschiedenen Bereichen Sachen aufdeckt und an der Hand nimmt. Und ich denke, dass sich Leute, die jetzt mit Glauben wenig am Hut haben, die tun sich schwer. Das heißt, die finden diesen Zugang einfach nett, wenn jemand erzählt vom Heiligen Geist, denkt sich natürlich ja nicht Christ, Gespenst oder ja, so. Ja, und es wird auch viel in diesen Kursen gebetet und gesegnet. Und ich denke einfach, dass es dann Leute wirklich schwer haben. Es ist was Neues in Bearbeitung, aber ist auch leider noch nicht zurzeit verfügbar. Okay.
Und wer leitet den Kurs? Leitet den ihr oder wer macht es? Nein, da kommen dann Betty und Martin Heidenreich. Die sind sinnigerweise auch in einer Agape-Gemeinde, aber in Freilassing, genau, an der österreichischen Grenze. Und die beiden, die machen das schon seit fünf bis sieben Jahren für den deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich und die Schweiz, dass sie selber so Seminare und Kurse abhalten und es als Referenten vermitteln. Sie selber waren in Amerika in der Bethel Church und haben das bei Laurie und Barry Byrne selber miterlebt und auch für ihre Ehe da auch neue Inputs und Highlights bekommen und auch eine komplett neue Ausrichtung für ihr Leben bekommen. Der Martin ist Pastor und sie ist Erzieherin. Haben beide schon, haben zwei Töchter, einen Sohn, auch ein Enkelkind, stehen mitten im Leben. Das hast du dir aber schön aufgeschrieben und vorgelesen. Danke. Was bietet denn dieser Kurs, außer jetzt quasi diesen, diese Arbeit an einem, gibt es Material, weil ich sehe gerade, der Kurs kostet pro Ehepaar 490 Euro, beziehungsweise wir haben bis zum 15.01. bestellt, 450 Euro. Richtig. Was gibt's denn da? Gibt's da, weil da muss ja schon einiges drin sein. Da ist einiges drinnen. Da ist für jedes Paar, für jeden Teilnehmer ein eigenes Handbuch dabei, das auch für Notizen verwendet werden kann. Und dann bekommt jedes Paar auch noch so ein Werkzeugbüchlein, eine Übersicht über Gebetswerkzeuge und wie man sie einsetzt und in welchen Situationen sie geeignet sind. Weiterhin ist auch das Mittagessen, das Abendessen und Snacks und Kaffee und Kuchen drinnen. Und das Handbuch ist groß und ausführlich, also man hat schon was in der Hand. Und natürlich das Referentengeld. Genau. Und Unterkunft ist nicht gegeben, aber Nein. Falls du Interesse hast, der du das hörst, zu kommen, kannst du uns gerne schreiben. Und die Macht der Worte @mail.de und dann schauen wir, dass wir dich irgendwo unterbringen. Genau. Was gibt es denn noch über den Kurs sozusagen, wo ihr sagt, Mensch, das wäre noch wichtig, außer die Referenten, die jetzt da sind und das gute Essen? Also, was ich halt wichtig finde, weil im Zusammenhang mit diesem Seminar, in diesem Intensivseminar, gibt es ja dieses Buch, was diese Kursentwickler geschrieben haben, Love After Marriage. Und das ist auch empfehlenswert für Leute, die das interessiert, weil da halt sehr viele sehr interessante Zeugnisse drin sind von Paaren, die sich auseinandergelebt haben, teilweise schon ausgezogen waren, überhaupt keinen Zugang mehr zueinander gehabt haben und wo man so einfach mal sagen würde, hoffnungslos. Genau, und es ist jetzt auch nicht nur für Paare, die gerade am Ende mit ihrer Beziehung sind, sondern das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, das ist eigentlich egal, zu welchem Zeitpunkt du dich gerade in deiner Ehe befindest. Das kann auch sein, dass du frisch verheiratet bist und einfach Gott mehr erleben möchtest oder in Anführungszeichen alles richtig machen willst. Es ist durch die Übungen, wenn wir wirklich in die Nähe von Gott gebracht und wir erleben seine Dimension, seine Wahrheit in unserer Situation und wir erleben Intimität zum Beispiel auch mit dem Heiligen Geist zusammen. Also es ist auch Verstandeserweiterung. Das ist, geht ein bisschen weiter als das, was man wenig so kennt und was man meint, schon verstanden zu haben. Es ist wirklich eine Weiterführung und Gott will uns immer mehr in seine Dimension reinnehmen. Wie sehe ich meinen Partner? Und da ist es egal, ob ich ein Jahr verheiratet bin, 10, 15, 20, 30, 40 Jahre, das ist völlig egal. Und ob meine Ehe gerade zerrüttet ist oder auf einem guten Fundament steht. Gott hat immer einen besonderen Blick für meinen Partner. Und es ist so ein tolles Erlebnis, wenn man das wirklich zulässt, Gott zu bitten und ihm zu zeigen, hey, wie siehst du eigentlich meinen Partner? Und mir wird staunen, dass da immer noch Sachen kommen, die ich an meinem Partner nicht erkenne oder noch nicht erkannt habe oder auch noch nicht wahrgenommen habe, vielleicht auch noch nicht wahrnehmen wollte, aber Gott spricht und das ist so faszinierend. Und du kommst echt auf eine andere Ebene. Genau, und was ich noch ergänzen will, dieser Kurs führt
eigentlich die meisten Paare, die sich darauf einlassen und vor allem auch dann danach mit dem Buch arbeiten, in ihre, sagen wir mal, Bestimmung oder geistliche Berufung. Und es geht ja nicht nur darum, dass man als einzelne Person und als Paar heil wird, was natürlich obersuper ist, aber viele fragen sich ja, zu was bin ich berufen, für was bin ich eigentlich verheiratet? Und das kristallisiert sich raus bei uns immer mehr und bei anderen auch, wo wir mitbekommen haben, dass die so in ihre Bestimmung, in ihre Berufung oder in ihren Dienst reinfinden. Und das ist ja eigentlich, finde ich, diese Sicht noch viel cooler, weil wir können ja auch allein Christsein leben. Aber zusammen können wir noch viel mehr geistlich ausrichten oder, wie soll man sagen, Schlachten schlagen, also ja. Bewegen. Mhm. Genau. Das heißt, für 460 Euro gibt es eigentlich so einiges. Also es ist quasi eine Prophylaxe für vielleicht zukünftige Eheprobleme, dass man den schon mal vorausgreift, dann auch vielleicht gerade, wenn jemand drin steckt, dass man da mehr Erkenntnis über sich selber bekommt, wie du jetzt gesagt hast, Thomas, quasi auch ein wenig in seiner Berufung wächst, was ich ja glaube, einer Ehe immer gut tut, wenn man so ein bisschen die eigene Identität besser kennenlernt. Und zum anderen sinkt man die Ehescheidung. Also Lida, du arbeitest ja als Erzieherin und du hast ja auch so ein bisschen Erfahrungen mit Kindern, die alleinerziehende Eltern haben. Mhm. Und du weißt, wie unglücklich die sind, oder? Mhm. Ja, die Kinder, also ich arbeite im Hort und das sind sehr wenige Eltern, die zusammen sind, also sehr viele Scheidungskinder und die Kinder sind sehr aggressiv, sehr depressiv und die sind nur 6 bis 9, also sehr jung. Und ja, das Gute ist auch für das Umfeld, ob das jetzt christlich ist oder nicht, aber Ehen sind einfach das Gesündeste für das Umfeld, also soziale Umfeld. Genau, dann würden wir uns freuen, wenn ihr vorbeischaut, zu diesem Eheworkshop Love After Marriage am 14.02. bis zum 17.02.2019. Wie gesagt, schreibt uns, wenn ihr eine Übernachtung braucht, unter diemachtderworte@mail.de. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Die Macht der Worte. Wenn du mehr wissen willst über den Eheworkshop Love After Marriage, schau in den Shownotes. Da ist ein Link zur Anmeldung. Und vergiss nicht, du sparst dir mit dem Rabattcode DMDW 40 Euro. Aus der Sicht und mit den Worten von. Okay, dieses Monat bei uns zu Gast Wilhelm Bunz. Und Wilhelm, du hast schon einiges erzählt von deinem Leben und auch von deinen Ansichten. Jetzt haben wir den letzten Podcast beendet mit dem Psalm 23, wo du oder ein Beispiel gegeben hast, wie du Bibel liest und deinen Namen einsetzt. Der Herr ist mein Hirte, heißt ja, oder Wilhelms Hirte, hast du gesagt. Jetzt bist du aus dem Gefängnis rausgekommen, damals, und also im Buch scheint es so, der Gerichtsvollzieher hat vor deiner Tür gewartet, und das scheint so, als warst du vollkommen allein auf dich gestellt. Mhm. War das wirklich so? Wirklich so, ja. Und also es hat keiner sich um dich gekümmert, physisch und auch nicht irgendwie geistig oder so. Es wusste ja keiner, wann ich entlassen werde. Mhm. Ich habe das auch keinem gesagt. Ja. Sondern ich habe einfach gedacht, also ich darf nicht mehr nach Ulm zurück. Weil das ist meine alte Welt. Ich darf nicht mehr nach Stuttgart zurück. Also muss ich wohin, wo mich keine Sau kennt. Und dann bin ich nach Nagold gezogen. Mhm. Nagold ist eine kleine Stadt, auch im Schwäbischen. Und wie gesagt, ich kam an und der Kriegsvollzieher war schon da und wollte 1,2 Millionen Mark pfänden. Und ich hatte Entlassungsgeld 600 Mark. Mhm. Obwohl ich so lange im Gefängnis war, aber ich habe so viel zerdeppert und zertrümmert im Gefängnis. Ich habe Kloschüsseln durchs Gitter gedrückt und so weiter. Musste ich alles bezahlen. Und hatte dann noch 600 Mark, wo ich mich nach Hause nehmen durfte. Und mit 600 Mark habe ich begonnen. Okay, und wie hast du dann diese Unsumme von 1,6 Millionen? 1,2
wie hast du die bezahlen können? Es ist so, weißt du, ich habe dann begonnen in Heiterbach, habe ich dann begonnen als Hofkehrer in einer Firma für 3,80 Mark die Stunde. Mhm. Und ein Jahr später habe ich dann schon eine Tankstelle gepachtet von einem gläubigen Lieferanten. Und dann hat die Firma DEA Tankstellen eröffnet und ich wusste, jetzt geht's der Berg runter. Habe die Tankstelle günstig abdrücken können und habe dann in einer Papierfabrik als Abteilungsleiter gearbeitet. Wieder beim gläubigen Chef. Also da hat Gott für mich schon gesorgt. Ja. Und ich habe dann nachts Zählung ausgetragen, habe dann nochmal 12 bis 14 Stunden pro Tag gearbeitet und habe mich dann mit den Gläubigen in Verbindung gesetzt. Und die Summe kann kein Mensch bezahlen mit normaler Arbeit. Dann habe ich denen Vergleiche angeboten. Passt auf, bis da und dahin bezahle ich euch so und so viel und ihr erlasst mir dafür so und so viel. Mhm. Und innerhalb von 18 Jahren habe ich durch Vergleiche meine Schulden abzahlen können. Das heißt, in Wahrheit habe ich vielleicht 120.000, 140.000 bezahlt. Der Rest wurde alles erlassen. Okay. Weil die waren dankbar, dass wir uns ein bisschen was gekriegt haben. Mhm. Weil ich hätte es nie bezahlen können. Ja, das stimmt. Okay, okay. Also das war so dein, das Finanzielle, aber wie hast du dich geistig über dem Wasser gehalten? Weil ich stelle mir das sehr hart vor, du kommst aus dem Knast, hast jetzt ja auch keine Bibelschule hinter dir oder jetzt auch keinen Zugang vielleicht zu einer Gemeinde gehabt, wo du wusstest, die kümmern sich um mich. Also wie hast du dich über Wasser im Geistigen gehalten? Ich habe viel Bibel gelesen und habe verschiedene Gemeinden besucht. Ich habe Methodisten besucht. Dann Altensteig ich nebendran, da bin ich zur JMS, zum Riefle. Und habe da verschiedene Gottesdienste besucht. Aber ich habe mich eigentlich nirgends dazugehörig gefühlt. Okay. Weil ich habe denen nicht getraut. nee, weißt du, musst denken, im Gefängnis hatte ich ein geiles Glaubensleben. Da hatte ich keine Anfechtungen. Die haben mich respektiert und konnte wirklich, wirklich, wirklich das tun geistlich, was mir wichtig war. Ich wurde entlassen und dann hieß es, du darfst das nicht mehr, das musst du. Das darfst du nicht, das musst du. Das ist genau das, was ich nicht mehr wollte. Du meinst jetzt vom Christlichen her? Vom Christlichen her. Ja. Vom Christlichen her. Ja. Du darfst das nicht. Du darfst in kein Lokal mehr gehen. Dann, du musst im Anzug tragen, im Gottesdienst. Du musst die Jacke zumachen. Die Frauen durften nur zum Teil Seidenstrümpfe tragen, wenn hinten eine Naht war. Und dann habe ich gesagt, das kann es nicht sein. Ja. Und habe mich wieder zurückgezogen von den Leuten. Und habe zu Hause für mich einfach mich auch mit ein paar Leuten getroffen und habe sie eingeladen zu mir und immer miteinander Bibel gelesen. Das war mir wichtiger als jede Gemeinde. Okay. Okay, und dann, jetzt weiß ich nicht, ob, auf Seite 158, wahrscheinlich weißt du deine Seitenanzahl nicht, das ist egal, ich habe es mir aufgeschrieben. Das passt vielleicht auch da gut dazu. Schreibst du, dass die Bibel deine Lebensgrundlage ist? Und jetzt will ich dir nicht vorgreifen, weil ich schon weiß, aber du hast gesagt, du musst die Bibel so oft lesen, sonst fällst du zurück ins alte Leben. Und wie schaut diese Bibelgrundlage aus? Wir haben ja schon vorher gehört, du liest sie auf jeden Fall dreimal im Jahr. Durch, komplett durch. Genau. Aber so, also weil man, das ist ja eigentlich nur ein Buch, wenn man jetzt mal das so anschaut. Für mich nicht. Warum ist es nicht für dich ein Buch? Weißt du, für mich ist die Bibel Medizin. Ich sag's mal so, für mich ist die Bibel Medizin. Und die Medizin ist rot. Weil Jesus starb für mich. Und wenn Jesus so etwas Gewaltiges für mich getan hat, und der Papa von Jesus, nachdem ich die Bibel benannt, Gottes Wort,
Boah, du, wie kann ich anders? Ich muss es lesen. Weißt du, ich habe eine riesige Liebe zum Vater und zum Sohn. Eine riesige Liebe. Verstehst du? Und für mich ist die Bibel wie der persönliche Liebesbrief an mich. Ja. Wilhelm, ich habe für dich einen Liebesbrief geschrieben. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, als du deine jetzige Frau kennengelernt hast. Ihr habt euch sicherlich geschrieben. Ja. Hast du dann den Brief nur einmal gelesen? Nein. Warum nicht? Weil ich so schön fand, was sie geschrieben hat über mich. Boah, das Herz verzehrt sich nach dem anderen. Ja. Und wie viel mehr verzehrt sich mein Herz nach einem lebendigen Gott? Ich habe Heimweh in den Himmel. Ja. Ich will heim. Okay. Ja. Und deswegen ist für mich so eine Grundlage. Mhm. Weißt du? Mhm. Zum Beispiel meiner Frau, guck her, wenn meine Frau und ich, wir arbeiten beide, ich arbeite als Rentner, auch noch im Pflegeheim. Mhm. Wenn meine Frau sogar nur zum Einkaufen fährt, macht sie extra einen Umweg, fährt am Balkon vorbei, weil ihr Mann möchte ihr winken. Ach schön. Wenn ich aus dem Haus gehe und ich laufe rüber zum Bus, mache ich den Umweg, weil ich weiß, Schatz, ich liebe dich. Weißt du? Mhm. Wie viel mehr hat der lebendige Gott? Gott lechzt nach unserer Liebe. Ja. Er lechzt danach, weißt du? Mhm. Und was glaubst du, wenn wir schon anfangen zu beten, ich stelle mir alles bildlich vor, dann pst, im Himmel, pst. Jetzt ist wieder eines der Kinder Gottes, wo mit dem Papa redet. Dass man ganz still sein, dass wir jedes Wort verstehen. Mhm. So stelle ich mir das vor, weißt du? Das ist echt ein super Bild. Also du hast jetzt gesagt, der lebendige Gott. Ja. Und sein Wort ist ja auch benannt als das lebendige Wort. Ja, und du hast ein ganzes Kapitel von wegen Vergebung. Ja. Und ich finde, dieses Kapitel hat mich ein wenig gerissen. Ich habe das gelesen in der Bäckerei, habe auf meine Frau gewartet und habe ihr am Balkon gewunken, wie du. Mhm. Und dann saß ich da und mir sind die Tränen runtergekullert, weil ich glaube, jeder von uns so ein bisschen Unvergebenheit in seinem Leben hat und vielleicht auch mehr. Mhm. Warum, also du sagst, du willst nach dem Wort Gottes leben, aber warum hast du dir den schweren Weg gewählt? Also du bist ja zu jedem Einzelnen hin. Von jedem, wo mir bewusst war, ja. Genau. Ja, ja, ja. Und hast dich entschuldigt. Und auch zu Leuten oder Familienmitgliedern, wo du den Partner umgebracht hast. Mhm. Warum hast du die Entscheidung getroffen? In dem Buch, das fängt ja quasi an, wie du den Brief reinschmeißt in diesen Briefkasten und das quasi bereust. Aber warum hast du so einen schweren Schritt gemacht? Also du hättest ja auch sagen können, gut, ich bin Christ, das passt ja jetzt eigentlich. Weißt du, es reicht mir nicht, die Bibel zu lesen. Mhm. Ich will auch leben, so wie das Wort Gottes sagt. Verstehst du? Und da gibt es die eine Bibelstelle, wenn ihr eure Sünden bekennt, ist er treu und gerecht. Das heißt, Jesus hat sich dabei was gedacht. Wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir uns zwei, okay? Mhm. Irgendwas ist zwischen uns zwei passiert und unser Leben muss in Ordnung kommen. Das heißt, dann gehen wir miteinander auf die Knie, wir beten und 14 Tage später kommt der Teufel und versucht mich wieder, mich gegen dich aufzubringen. Ja. Und dann kannst du sagen, stopp, ich war Zeuge. Mhm. Ich kann es vor Gott bezeugen. Ich war dabei. Das Leben ist in Ordnung gekommen. Weißt du, wo ich das damals gelesen habe, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Dann ging es bei mir um über 100 Straftaten. Mhm. Ich stand ein halbes Jahr vor der Entlassung. Rückwirkend, sage ich, das war ein leichter Weg, rückwirkend. Ja. Aber in der Situation, wo ich damals stand, ich habe selber an meinem Verstand gezweifelt. Wie kann man so blöd sein? Ganz sachlich. Gell? Mhm. Ich habe an meinem Verstand gezweifelt. Aber ich durfte die Erfahrung machen, Gott ist wirklich treu. Mhm. Und er ist gerecht.
Verstehst du? Und wenn mir Jesus die Sünden schon vergeben hat, ja, ist es auch wichtig, dass ich dann sage, okay, es tut mir leid, was ich da und da und da getan habe. Bitte vergib mir. Mhm. Wenn die andere Person mir nicht vergibt, bin ich trotzdem frei. Aber ich habe das noch nicht einmal erlebt, dass ich irgendwo hinkam und die sagten, ich vergebe ja nicht. Die haben alle vergeben. Ja. Wow. Ja, dieser Akt ist ja eigentlich auch so ein bisschen ein großer Akt der Demut. Also weil du gestehst dir selber einen Fehler ein und bittest quasi noch, man könnte ja sagen, okay, ja, ich habe es begriffen, das passt, aber quasi man geht noch einen Schritt weiter und demütigt sich noch mehr, mhm, und geht zur Person. Und ich weiß nicht, wie du das Bild Deutschlands siehst, aber ich glaube, wir sind ein sehr stolzes Volk. Sehr stolz. Und wahrscheinlich würde es helfen, wenn man öfter seine Fehler eingesteht. Oder was hast du denn an Deutschland? Eingestehen reicht nicht. Mhm. Eingestehen reicht nicht. Mhm. Weißt du, wenn ich meine Fehler bekenne, ist Reue vorausgesetzt. Ja. Es muss mir leid tun. Weißt du, das wär ganz einfach. Oh ja, vergib mir. Weißt du? Ja. Nee, da muss eine Reue im Herzen stattfinden. Mhm. Gell? Die Bibel sagt, das hat schon der Johannes der Täufer gesagt, tut Buße. Mhm. Bereut. Ja. Und dann bekehret euch. Mhm. Weißt du, bekehren heißt nichts anderes wie Mensch, kehr um. Du bist auf dem falschen Weg. Und dann muss ich dahin zurück, wo der falsche Weg begann. Ja. Und da beginnt das Bekennen. Mhm. Sehr gut. Okay, da machen wir nächste Woche weiter. Danke, Wilhelm, für bis jetzt. Und wir sehen gerne, uns gerne geschehen. Die Macht der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich habe einen riesen Fehler gemacht. Was ich jedem abrate, schau niemals auf deine Mitchristen.